Shisha Rainbow wieder hier. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man sich zu Tigger aus Winnie Pooh schminken kann. Also, Haare zurück und eincremen. In diesem Video verwende ich drei Arten von Aquaschminke und das ist die in der Cake-Form. Dazu gibt es ja auch ein Tutorial von mir. Und zwar sind das diese drei Farben. Einmal ein sehr helles Gelb, ein mittleres Gelb und ein knalliges Orange. Ich fange mit dem hellen Gelb an. Ich trage die Farbe mit dem Pinsel auf und tupfe dann etwas nach, damit das Ganze eine etwas fälligere Struktur bekommt. Dann nehme ich mir das kräftige Orange. Da ich einen Verlauf ausarbeiten möchte, nehme ich mir für die kleineren Stellen auch einen kleineren Pinsel. Dann nehme ich mir die dritte Farbe mit einem anderen Pinsel und arbeite die Farben ineinander. Um die Struktur zu erhalten, nachdem ich das Ganze mit dem Finger verblendet habe, tippe ich nochmal mit dem Pinsel drüber, damit das wieder so ein bisschen fälliger aussieht. Um einen Übergang zwischen dem Orangenen und dem Gelben zu erzeugen, machen wir das gleiche, tragen etwas frische Farbe auf, verblenden das Ganze mit dem Finger und gehen für die Struktur dann nochmal etwas drüber. Das wiederholt ihr so lange, bis ihr zufrieden seid. So, das Ganze habe ich mit der Technik dann auch am Auge gemacht. Wenn ihr zufrieden seid, übertragt es natürlich entsprechend auf die andere Seite. Das mache ich jetzt auch. So sieht das Ganze bis zum jetzigen Zeitpunkt dann aus. Die Lippen behandle ich mit Fettschminke. Einmal nehme ich mehr hautfarbene und orange. Nachdem ich die Lippen ausgearbeitet habe, male ich mir ein schwarzes Näschen mit Eyeliner. So, jetzt widme ich mich den Augen. Erstmal arbeite ich die Wasserlinie mit schwarzem Kajal aus. So, die Augen habe ich relativ schlicht und katzenartig gehalten und jetzt arbeite ich mit dem Eyeliner noch die Streifen aus. Ich achte darauf, dass die Striche circa den gleichen Stil haben wie auf meinem Kostüm, also dass da immer Lücken zwischen sind und dass sie so ein bisschen auslaufen. Damit das Ganze dann nicht so langweilig und flach aussieht, setze ich noch ein paar Lichter mit dem Weiß. Und natürlich setze ich mit Braun auch noch ein paar Schatten. So, jetzt fehlen nur noch die Schnurrhaare. Ihr könnt welche für Teddybären, wenn man die selber näht, kaufen aus einem Bastelladen. Die habe ich immer benutzt. Ich habe die jetzt 1,5 Stunden gesucht und nicht gefunden. Also habe ich mir jetzt eine Alternative überlegt. Und zwar nehme ich so anklebbare Wimpern und klebe mir die jetzt mit Wimpernkleber dahin. Ist die weniger elegante Lösung, sieht aber auch ganz lustig aus. So, das ist jetzt die feminine Variante der kurzen Katzenschnurrhaare. Miau. Statt der langen, großen, dicken Schnurrhaare für wilde Tiger. Aber hey, wenigstens haben wir Schnurrhaare, die auch authentisch abstehen. So, ich schmeiß mich jetzt mal in den Rest vom Kostüm und schmink mir auch den Hals, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze dann fertig aussieht. Hallo meine Lieben, so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe mich jetzt mal entschieden, keine Perücke dazu zu nehmen. Kann man natürlich machen, orange und die ein bisschen stylen. Ich finde das so ganz niedlich. Ist ein einfaches Kostüm, bequem und ja, gut geeignet für eine kleine Messe, wo man ein bisschen entspannen will. Also ich hoffe sehr, euch hat dieses Tutorial gefallen mit dem kleinen improvisierten Schnurrhaartrick. Und ja, ich hoffe, ihr abonniert meinen Channel und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, cheerio!